stehen zu dir. Lieber mit ihnen! Was wünscht ihr von der Pike aufgelernt? Dadurch, dann zum Lord. Das könnte knapp werden. In Ordnung. Aber ich würde es gerne schaffen. Wir sind bereit. Schaffen. Legendäre vor, noch ein Tor. Wir können hoch. Will ich das? Macht das Sinn? Ich glaube, ich mache lieber kaputt. Oh Gott, jetzt schießen die von da oben auch noch mit. Ich fühle mich gerade so beschossen. Also nicht nur beschissen, ich fühle mich beschossen. Genau, macht mal hier, macht mal auch die Mauer auf. Vielleicht geht das schneller. Ist auch eine Idee. Ich habe so das Gefühl, dass das nicht... Ach, das ist da... Das ist so... Aber wir kommen durch. Wir kommen durch. Es wird nicht reichen. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Was macht denn ihr da hinten? Es reicht nicht. Mann. Können wir nicht einfach durchs Fenster hier durch? So eine Kacke. Mann. Wir müssen noch weiter Schildmanagement betreiben. Die Gegner haben immer noch zu viele Verteidiger. Das ist Wahnsinn. Ja, wie lange dauert denn das noch? Ihr seid besiegt. Oho, von allen vielen gleichzeitig. So hat es sich auch angefühlt. Okay. Dann auf der zweiten. Und laden. Ihr könnt auf uns zählen. Und ihr hört mal bitte auf, euch beschießen zu lassen. Das finde ich jetzt nicht so freundlich. Oh Gott, da war wieder der eine Typ, der sich unbedingt töten lassen wollte. Die Geschichte kennen wir ja bereits. Schild bereit, eure Lordschaft! Schild bereit, eure Lordschaft! Schild so. Schildwechsel. So ähnlich wie Schichtwechsel, bloß mit Schilden. Macht Sinn, nicht wahr? Wisst ihr was? Wir können eigentlich mal alle zurückziehen. Da müssen wir nicht so aktiv pingelig drauf achten. Nee. Wisst ihr was? Mal zurück. Falsch. Du bist falsch. Das sage ich auch gern zu meiner Gattin, aber private Gespräche und so. Heute habe ich es ein bisschen. Nicht alle. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, ich habe eine Idee. Also die Idee war nicht, den falschen Spielstand wieder zu laden. Die Idee ist, herzugehen und zuerst die Armbrustschützen zurückzuziehen und dann die Schilde. Das macht Sinn. Hey, Leute. Leute. Aber trotzdem werden die hier so beschossen. Oh, das ist doch gemein, ist das. Schild bereit, eure Lordschaft. Schild wird neu positioniert. Gebt euch das mal. Gebt euch das mal. Es ist ein schönes Mal. Knall, bumm, peng. Ich habe das Gefühl, ich habe kaputten Spielstand errichtet. Und los. Woher dieses Gefühl nur kommen mag. Echt nicht mehr so viel. Vielleicht, wenn wir ein bisschen klüger stürmen. Ich versuch's nochmal mit einem Sturm. Machen wir mal auf 30er Geschwindigkeit. Das ist vielleicht in Ordnung. Wie lautet der Plan? Ja, bitte. Im Grunde könnte das so hinhauen. Gehen nochmal vor. So. Jetzt haben wir das hier angezündet. Dann hätte ich gerne das hier nochmal angezündet. Dann das hier. Genau. Jetzt brennt es aus und in der Zeit geht ihr einfach wieder zurück. Wir gehen einfach zurück. Warum hier vorne stehen bleiben, oder? Das ist eine Idee. Einfach wieder zurückgehen und sagen, leckt mich, liebe Gegner. Obwohl das nicht das Feuer ist, das ich jetzt gerne weghätte. Wir gehen einfach mit allem vor. Wir machen einfach einen schönen gemeinsamen Sturm. Was habt ihr vor? Wie damals. Oh. Ja, bitte. Ihr könnt auf uns zählen. Wie lautet der Wir haben immer noch längst nicht alles angezündet. Das kann man ja so vergessen. Und es macht einen fertig. Gut, dafür haben wir auch diesen Spielstand hier eigentlich. Das ist, glaube ich, noch besser geeignet für sowas. So, was haben wir hier angezündet? Jetzt bitte noch hier unten einmal. Kommt. Genau. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Auf die Rösser. Das ist eigentlich ganz... Oh, nee. Och, das Feuer hat jetzt nicht übergegriffen. In den Sattel. Shit, Mann. Shit. Warum geht denn jetzt das Feuer da hinten nicht an? Weil sich das
Das habe ich jetzt auch schon vor kurzem erfahren von Efrey, dass das Feuer hier in Strongwood 1 total random funktioniert. Mal breitet sich's mehr aus, mal weniger. Es ist einfach komplett unkontrollierbar. Das macht es zwar als Feuer ein Stück weit realistisch. Aber es ist trotzdem doof. In den Sattel. Welchen Weg, Sire? Allzeit bereit. Steht zu Diensten. Steigt auf. Ich glaube, das wird schon wieder nichts, der Sturm hier. Das können wir vergessen. Ich bin gerade überlegen, will ich hier irgendwie irgendwas irgendwo. Ja, ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Steigt auf, Bruder. Also ausnahmsweise mal. Auf die Rösser. In den Sattel. Winter, Vorsicht. Die Klingen sind geschärft. So, hier ist fertig gebrannt. So, jetzt mal alle da ran. Ran und rein. Hier aufmachen. Das, Leute, nicht, tut es nicht, bitte nicht. Na, wer spielt am meisten? So. Wir folgen euch an, Brüder. Nieder mit ihnen. Okay. Das wird so ein Sturm, der wird über 3 Folgen gehen oder so. Das ist unglaublich. Sie sind meine Klinge. Wir folgen euch an, Brüder. Schultert die Waffen. So, sobald ihr jetzt hier drin seid, hätte ich gerne. Hier aufmachen. Ich erkenne da etwas. Ich erkenne nichts. Ich erkenne einfach nichts. Super. Ich dachte, ich könnte da seitlich irgendwie hoch, aber der Traum ist auch schon wieder geplatzt. Mittlerweile. Seid gegrüßt. Greift nieder mit ihnen! Schulter uns entgeht niemand! Da könnten wir dann. Wie könnten wir hier bitte hoch eigentlich? Wir sind bereit. Ja, ich glaube darüber, oder? Nee, hey. Lass dich doch mal wieder abwählen. So, das würde ich jetzt mal gerne wissen. Wenn ihr jetzt hier hochgehen würdet. Wir folgen euch, Herr. Wo geht ihr dann da lang? Wo geht ihr da hin? Was macht ihr? Was ist das für eine Teufelei? Ach, da drüber. Es ist seltsam. Tatsächlich. Dann nutze ich mal tatsächlich die Pikiniere, um das zu tragen. Das könnte vielleicht hinhauen. Das könnte vielleicht glücklich machen. Unter Umständen. Dann gehen die Schwertkämpfe hier auf den Lord. Und ihr guckt, dass ihr nach bester Manier. Räumt. Räumt das Vorzimmer. Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Hi. Seid gegrüßt. Wisst ihr, dass das mal wieder sehr knapp wird? Ah, ich verstehe, wo ihr lang wollt. In Ordnung. Haltet die noch ein bisschen auf. Ich glaube aber nicht, dass die von Erfolg gekrönt sein werden. Wir können sie mal auf schnell beobachten. Ich will ja nicht die Epik rausnehmen, aber. So wird das trotzdem nicht wirklich was. Es fehlt aber nicht viel. Ihr merkt's. Ich weiß aber bloß nicht mehr, was wir tun sollen. Bereit, eure Lordschaft. Schild wird neu positioniert. Zur Stelle. Achtung! Schild wird neu positioniert. Und los! Trotzdem verleg ich so ein Ding. Es ist fast unverhinderbar. Ja, habe ich nicht vorher mal gespeichert, bevor ich die ganzen Leute da reingezogen habe? Ja, ich glaube hier. Das ist ja auch okay. Das ist auch okay. Da muss ich jetzt tatsächlich so weit gehen, dass ich sage, ich gehe jetzt mal hier so mit. Schild wird neu positioniert. Sieht bis jetzt okay aus, so vom Schutzfaktor. Auch wenn in den Rücken geschossen wird, ist es dem Lebensbalken egal. Achtung! So, einmal darüber. Dann muss ich irgendwie gucken, dass ich noch ein paar Verteidiger ausschalte. Vor allem die Bogenschützen, die hier anzünden. Ansonsten, die da hinten haben nämlich kein Feuer. Der hier hat noch Feuer. Aber trotzdem verliere ich hier wieder ein Schild. Es ist Wahnsinn.
Schild bereit. Vor allem, wie lange die mir noch nachstellen. Schild wird neu positioniert. Schild wird neu positioniert. Bereit, eure Lordschaft. Zur Stelle. Schild wird neu positioniert. Das gibt's doch nicht. Was schießt hier denn noch alles? Und marsch! So, von hier an nochmal neu gucken. Die Karten werden neu gemischt. Haha. Ich habe viermal gedrückt, ich habe drei Baumeister bekommen, das ist mal wieder wunderbar. Jetzt habe ich nur noch fünf Schilde. Schild wird neu positioniert. Ja. Förderlich. Ja, der Rohstoffsammelbeauftragte. Der Untoten, ihr wisst Bescheid. Die Papageniere gehen ja am Popo vorbei. Ich probier's mal unter dieser 4. Unter dieser 4. Eine 4, sie zu knechten. Sagen die Lehrer. Schild wird neu positioniert. Schild wird neu positioniert. So, dann möchte ich die hier. Das wird eklig mit denen hier. Eure Lordschaft. Und los. Vor allem, weil die Armbrustschützen sind alle viel zu angeschlagen. Das ist richtig böse. Schild bereit, eure Lordschaft. Waffen geschultert. Da gibt man sich die böse Blöße. Die böse Blöße. Kann irgendjemand was Ordentliches machen? Ein paar Leute können schießen. Die Leute hier mit dem Feuer gehen anscheinend tot. Ich kann nicht anvisieren. Danach kann ich gerade ein bisschen näher ran. Wisst ihr was? Das speichere ich jetzt mal unter dem ganz normalen Spielstand. Jetzt haben wir hier nämlich keine. Ich wiederhole keine. Ich wiederhole nochmal keine Bogenschützen mehr, die anzünden können. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Ich würde es am liebsten nochmal wiederholen, aber ich glaube, jetzt habt ihr es verstanden. Eure Lordschaft. Bogenschützen bereit. Jetzt können wir nochmal ran da. Der nächste Bogenschütze, der mir ans Leder will und ans Leder kann, wird da hinten irgendwo sein. Und ich glaube, auf diesen Freund müssen wir uns konzentrieren. Der hat doch auch Feuer drauf, oder? Was? Jetzt sind wir jetzt hier vorne. Alle mal zurück. Ja, nee, es geht noch. In Bewegung. Auf die Reiter. Okay. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Jetzt nochmal gucken. Das ist der hier. Prozess. Ja. Pfeile bereit. Bogenschützen bereit. Versuchen wir es mal. Vielleicht klappt es ja. Ihr könnt auf uns zählen. Wir wissen ja, wer versucht, der findet. Oder so in der Art. Hier wird er irgendwie. Eure Lordschaft? Die meisten Truppen hängen ja auch irgendwie fest. Eure Lordschaft. Vorwärts, ja, ich merke schon das Problem. Ich habe meine Truppen allgemein hier noch nicht gesammelt. Die Klingen, die Pferde sind gesattelt. Was habt ihr aber gesagt? Dafür haben jetzt meine Ritter sehr lange überlebt. Das könnte was werden. Für dieses Gerät brauchen wir mehr. Bloß meine Truppen kommen viel zu vereinzelt an. Einer für alle. Auf der einen Linie schaffe ich es jetzt, auf der anderen versage ich wieder. Das ist irgendwie leicht verhext. Hex. Zu befehlen, wir haben keine Chance. Aber eventuell wird's ja was. Zu Diensten. Auf dem Weg. Womit kann ich dienen? Natürlich. Die Klingen sind geschärft. Na kommt. Oh, es dauert immer so lang. So, Schild rein. Pferde rein. Pferde satteln, Pferde rein. So, dann kommt jetzt alle mit dazu. Was habt ihr vor? Wie lautet der Plan? Die Ritter bitte alle draufhauen. Nach Möglichkeit. Ihr ebenso. Ja, von mir aus Günther. Aber hau drauf.
Ich mach mal den 6 draus. Und Speicher. Das Lehrer Worldplay wird immer fixiert, hä? Die Schilde geben uns ja auch nochmal ein bisschen Deckung hier. Kann ja funktionieren, habe ich gehört. So, die Ritter gehen mal hierher, der Rest guckt tatsächlich mal hier hoch. Beziehungsweise guckt jetzt schon mal zum Lordi und geht schon mal diese Richtung lang. Vielleicht ist es gar nicht mal so verkehrt. Andererseits... Ja, die Ritter... Nee, Moment, wir gehen es direkt an, wir gehen es direkt an. Wir haben da noch ein bisschen was da. Das kann funktionieren. Wir müssen keine Umwege laufen. Wir müssen das nicht tun. Greift bitte an. Leute, greift bitte an. Wir müssen doch Umwege laufen, ich sehe es. Sie sind wehrlos. Und los! In Ordnung. Wir folgen euch, Herr. Genau so. Jetzt alle Mann rein. Und ihr geht da bitte hoch. Die Ritter versuchen noch ein paar Pfeile abzufangen. Das Schild schützt ein bisschen meine Nahkämpfe. La 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 la. Und so. Tretra, trollala. Tretra, trollala. Was habt ihr vor? Bitte überlebt den Weg. Schild bereit, eure Lordschaft. Schild wird neu positioniert. Ihr schafft das. Seid gegrüßt. Ihr müsst trotzdem, die müssen in einem Knuddel. Der Lord wird jetzt alle wegfrühstücken, ich sehe schon kommen, weil die alle so verletzt sind. Wir sind bereit. Ihr müsst es schaffen. Eure Lordschaft. Wir folgen euch. Es fehlt nicht viel. Warum? Was wünscht ihr? Seid gegrüßt. Wir sind nein. 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 Das ist doch so zum Mäusemelken. Und klar. Schultert die Waffen. Von der Spieß am Mann. Nieder mit ihnen. Bereit. Zum Befehl. Eure Lordschaft. Wer ist zwecklos? Was wünscht ihr? Piratenpower aktivieren. Aber gern. Stets zu Diensten. Sie haben keine Chance. Die Streitkampfkämpfer können ja bestimmt auch Spaß haben da oben. Die Schatten, oh Gott, sind die alle nahezu tot. Das ist ja Wahnsinn. Aber sie können Spaß haben trotzdem, wie es aussieht. Das ist Günther, der hat immer Spaß. Darf man nicht vergessen. Die Klingen sind, die Pferde sind gesattelt. Seid gegrüßt. Die Pikiniere gehen mal bitte als erstes vorwärts, vor. Pikiniere. Tatsächlich. Einer guckt mal da lang. Dann machen wir vielleicht doch mal die Wallräumaktion. Der Wall-Sonderschlussverkauf. Wir sind bereit, eure Lordschaft. Ach Gott, das sind ja noch zwei Nachzügler. Ja, das mit den Nachzüglern ist so ein Problem für sich. Was wünscht ihr? Was habt ihr vor auf sie? Die Ritter können ja leider nicht über die Welle. Wir stehen zu Dienst. Vorwärts, Männer! Hi. Pix, Pix. Wer ist da? Wir könnten jetzt natürlich da, ne, ich möchte bitte hier weiter und dann darüber runter. Darüber runter. Mhm. Was wünscht ihr? Also darüber möchte ich runter, also da hinten runter. Irgendwann versteht ihr es, glaubt mir. Eure Lordschaft, wenn ihr erwachsen seid, aufgelernt. Wird sich alles offenbaren. Wir sind bereit. Jetzt kommen hier unglaublich viele Schützen noch dazu. Warum? Auf dem Weg. Was hier alles auf mich ballert, das ist doch unglaublich, wie viel Besatzung hier auf dem Burg ist. Auf dem Burg. Auf der Burg ist. Und dann vergleicht das mal mit Camelot. Zu Diensten. Aber gern. Schultert die Waffen. Es werden weniger. Und weniger. Das nervt. Was wünscht ihr? Eure Lordschaft. Gott, das wird doch schon wieder nichts. Warum verliere ich so viele auf dem Weg? Viel zu viele Armbrustschützen. Mimosa, Mimosa, Mimosa. Hi.
Okay. Okay? Okay. In Ordnung. Nochmal ran da. Wir haben viel Zeit verschwendet. Runter. Wir haben sehr viel Zeit verschwendet, als wir das Torhaus nicht richtig aufgekriegt haben. Schild wird neu positioniert. Wir folgen euch, Herr. Deswegen macht jetzt alle mit. Jeder von euch. Sie sind wehrlos. Ein jeder von euch wird mitmachen bei all dieser Teufelei. Wir haben keine Chance. Steht zu Dienst. Gegenwehr ist zwecklos. Schultert die Waffen. So. Uns entgeht niemand. Für Stück wird das Torhaus jetzt zersägt. Von der Pike auf gelernt. In Ordnung. Na, wer spießt am meisten? Da brauche ich jetzt alles hier. Alles. Ihr beiden noch. Die beiden Nachzügler halt. Das ist so ein Riesenproblem, dass ich da solche Nachzügler habe. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Eure Lordschaft? Nieder mit ihnen. Günther, was tust du da? Bitte aufmachen. Klopf, klopf. Zu Diensten. Uns entgeht so, und das wird jetzt neu gespeichert unter einer 7. Jetzt bin ich auf. So. Nein! Und Speicher. Geht doch. Schultert die Waffen. Von der Pike auf gelernt. Die Schilde schützen echt noch ein bisschen. Wir folgen euch, Herr. Wir stehen zu Dienst. Greift an, Brüder! Was wünscht ihr? Seid gegrüßt. Denkt dran, wir machen dann gleich später noch den Balance-Check. Was wünscht ihr? Na, wer spießt am meisten auf? Schild bereit, eure Lordschaft. Du da, nicht so rumstehen hier mit deinem Pferdchen. Schild bereit, eure Lordschaft. Bereit. Suche Mann mit Pferdeschwanz. Frisur egal. Nieder mit ihnen. Einsamer sucht Einsame zum Einsamen. Ja, mir ist langweilig. Gut, langweilig. Nee, nicht falsch verstehen. Das ist nicht so, dass ich jetzt nach Action schrei. Die Langeweile bezieht sich eher auf. Verflucht ist das langsam. Bis das Tor mal aufgeht. Überhaupt. Vor allem das überhaupt. Es wäre cool, wenn die Streitkampfkämpfe auf irgendeine Weise schaffen würden. Es wäre cool, wenn die Ritter auf dem Bergfried könnten. Hier, das sind leckere Ritter. Ritter. In den Sattel. Ja, endlich. Keller. Schild bereit. Unmögliches Ziel. Was habt ihr vor? Was gibt's? Günther wird jetzt nicht viel ausrichten können. Millimeterchen wird er abziehen im Lord. Könnte nicht mal richtig den Kolben heben. Ja, jawohl. Immer diese Altersprobleme, nicht wahr? Zu Befehl. Die Legionäre gehen mal vor, nicht zusammen in einem Knubbel laufen ausnahmsweise. Und die Legionäre versuchen vielleicht tatsächlich den Lord vielleicht sogar zu töten. Vielleicht ist das möglich. Warum kriegen die Ritter gerade so wenig ab? Steigt auf, Brüder! Auf die Rösser! Was wünscht ihr? Der geht unter. Die Klingen sind geschärft. Die Pferde sind gesattelt. Schulter, die wird ein harter Kampf. Oh ja, das wird's, das wird's, das kannst du mir glauben. Bitte alle hoch, alle mit dem Lord kuscheln. Eure Lordschaft, fasst euch ein Herz zu Diensten. Es wird ein harter Kampf. Na komm, das wird jetzt was, oder? Ihr könnt mir nicht erzählen, dass es jetzt nichts wird. Schultert die Waffen. Ihr befehlt. Was wünscht ihr? Trotz der Gefahr. Dann gehen sie alle unter und nieder. Ja, komm, das wird. Fasst euch ein das Herz wird. Sie sind wehrlos. Wie lautet der Plan? Eure Lordschaft. Meine Güte, die Mission. Wir haben die Burg eingenommen. Puh. Noch nicht gewonnen. Das heißt, noch besiegt alle feindlichen Einheiten. Mit. Nee, oder? Ihr könnt nicht mal. Ich räum die Burg nicht. Ihr habt sie doch nicht mehr alle, oder was? Wie soll ich denn bitte... Nein. Vergesst es. Ich hab gewonnen. Ihr wollt euch... Das ist ja voll die Sauerei. Wie soll ich denn bitte...
Ja, das war der glorreiche Sturm auf Castillo de Loire. Okay, verteidigen wir das Ding noch, würde ich sagen. Und ja, ich mache meinen Check. Ich mache meinen Balance-Check. Wir verteidigen auf sehr schwer. Und wisst ihr, wie ich jetzt verteidige? Gar nicht. Ich werde einfach den Balance-Check machen und nichts tun. Einzige, was ich vielleicht machen würde, komm, die paar Truppen schicken vielleicht den Gegner entgegen, wenn die mal gerade so an dem vorbeilaufen. Aber ansonsten tue ich einfach nichts. Ich werde nichts tun, ich werde kein Feuer anzünden, ich werde keine Truppen freischaufeln hier. Ich werde nichts tun. Ich werde mal, mich würde es interessieren, ob wir das so verteidigt kriegen. Es ist, ja gut, vielleicht deswegen, weil der Lord hier feststeckte. Das fände ich umso seltsamer, wenn der Kartenersteller bemerkt hat, och Mist, der Lord steckt hier fest. Hä? Wie löse ich denn das Problem? Ach, wir nehmen einfach ermorde den Burgherrn aus den Siegbedingungen raus. Was? Junge, was? Ja. Nö, ich zünde nicht an. Ich möchte einfach... Das ist jetzt der Balance-Check. Wenn wir das hier gewinnen, wenn wir das hier auf sehr schwer in der Verteidigung gewinnen, ohne auch nur großartigen Finger zu rühren, dann ist das Balancing der Map zweifelsohne total im Arsch. Das würde mich jetzt mal interessieren. Da kommt eine Menge. Vorbei. Hi. Bin ich von Lancelot gar nicht gewohnt, dass das so kaputt ist. Wenn wir wenigstens Belagerungsgeräte ordentlich hätten. Ich bin einfach immer noch sprachlos, dass ich es echt mit letzten Schnaufen geschafft habe da oben und dann zählt es nicht mal als Sieg. Das ist so dreist. Wie soll ich denn bitte die ganze Burg räumen mit dem bisschen, was ich habe? Mit diesen Mitteln, kein Problem. Aber bitte mit dem, was ich hatte, das würde ewig dauern. Die reiten nicht einmal außen rum. Das Lustige ist, im Übrigen, wir könnten hier tatsächlich, indem wir zu Sachen einstellen, nochmal extra Truppen nachholen. Ach, wisst ihr was? Ich tue auch bei denen nichts. Ich lasse die einfach mal so. Vielleicht werden sie ja glücklich. Möglich. Könnte sein. Schubidububa. Oh, ein Geist. Wenn es nicht klappt, dann machen wir zumindest ein paar Handgriffe. Aber ich glaube schon fast, wir müssen hier sehr wenig tun. Wenn wir was tun müssen. Die umreiten meine Ritter. Och, die machen mir meine guten Dinge kaputt. Das ist natürlich gemein. Oh, oh, sie räumen den Wall. Ihr habt ja auch die Mittel dazu. Ach komm, wir machen mal ein bisschen schneller. Ich glaube, wir haben jetzt bald keine guten Sachen mehr, oder? Ich würde gern verteidigen, aber ich möchte gerade nichts tun. Ich bin jetzt gerade mal einfach konsequent faul. Und beobachte nur. Anscheinend müssen wir ja nicht mehr tun. Aber das habe ich mir schon fast gedacht, dass es darauf hinausläuft. Gut, ich meine, es sind teilweise KI-Schwächen, weil die jetzt nach oben läuft. Aber ich meine, bitte, als Map-Ersteller testet man doch seine Karten. Oder nicht? Ich meine schon allein die Tatsache, dass ein Lord hier festgesteckt ist und er es anscheinend nicht bemerkt hat, ist wohl so ein Indikator für Nein, oder? Die Antwort kam im Refrain. Na gut, Refrain, hier hat die Sängerin gesagt. Das ist dann einfach wirklich, wie ich finde,
Ja, ich meine, man könnte natürlich sagen, ja, die Karte ist rein für den Angriff konzeptiert worden. Nee, das ist so, funktioniert die Belagerung hier im Spiel nicht. Wenn man nur einen reinen Angriff machen wollte, könnte man das als Invasion festlegen. Hat's ja bei Bruckberg gesehen, so funktioniert es ja auch. Aber Belagerungen sind dafür gedacht, dass man sie sowohl angreifen als auch verteidigen kann, Burgen. Und wenn wir auf sehr schwer bei der Verteidigung nichts machen müssen, um zu gewinnen, läuft hier was schief. Und zwar ganz ordentlich was schief. Und da hat jemand halt einfach seine Map nicht getestet. Gut, ich meine, ja, Lancelot hat viele Karten gemacht und die meisten haben mir wirklich ziemlich gefallen. Von daher möchte ich jetzt nicht an Lancelot rumstacheln, quasi. Das war jetzt halt einfach mal ein Schnitzer, den er sich erlaubt hat. Bei der Map. Oh, da kommt jemand durch. Ich will schon kommen, jetzt schaffen. Nee, ich glaube nicht, dass sie es noch schaffen. Oder vielleicht doch. Oh, vielleicht doch noch. Jetzt gehen sie nämlich diesen Weg lang. Von eurem Informanten. Die Wölfe streifen umher, Sire. Oh. Nee, ich tue trotzdem weiter nichts. Ich möchte mal wissen, wie es weitergeht. Es könnte knapp werden. Es könnte knapp werden. Nee, ich schaffe es doch nicht durch. Mir liegen alarmierende Berichte vor. Ja, das war aber knapper, als ich dachte. Das Volk fürchtet sich, mein Lord. Was haben wir eigentlich an Verteidigung? So übel. Es. Tatsache, es kommen tatsächlich Wölfe. Das ist interessant. Mein Herr, wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Puh, also wirklich. Puh. Ja, das war aber auch knapp, ne? Moment. Ja, sieht alle feindlichen Einheiten. Ja, die Burg hat doch so leichte Balancing-Schwächen irgendwo. Oh Gott, Leute, beeilt euch. Dort. Und da wandern sie und wandern und wandern und wandern. Ich möchte wenigstens einmal einen Sieg heute sehen. Der Sieg funktioniert ja auch nicht. Der Sieg wurde einfach aus der Mission rausgenommen. Nicht schlecht. Das nächste Mal werde ich euch nicht unterschätzen. Es gibt kein nächstes Mal. Tut mir leid. Die Burg wurde überhaupt nie angegriffen, mach kein zweites Mal raus. Wie war es nochmal? Einmal ist kein Mal, aber zweimal ist einmal zu viel. Sieg! Okay, Truppen. Ja, haben wir uns aber ziemlich ins Zeug legen müssen, um das Ding zu verteidigen, ne? Aber ja, ihr merkt jetzt sowas mit dem Balance-Check gemeint. Also, ganz ehrlich, jetzt, um was richtig zu balancen und zu gucken, wie was funktioniert, müssen wir natürlich viel feiner rangehen. Das war jetzt wirklich die ganz grobe Kelle vom Balance-Check. Das war also wirklich so der Test, um herauszufinden, ob das Balancing jetzt absolut komplett im Arsch ist oder nur zumindest ein bisschen. ja. Aber gut, das war Castillo de Loire.